Dem hat die Pandemie nun ein bisschen unerwartet einen sehr aktuellen Rahmen gegeben. Heute im Talk geht es aber um die Normalität, und zwar um die Sehnsucht nach Normalität. Herzlich willkommen, Jan, und herzlich willkommen zu Hause an dem Bildschirm. Wenn ihr mitdiskutieren möchtet, dann könnt ihr eure Fragen stellen auf Twitter unter dem Hashtag RC3OYO, alles klein und zusammen, oder im IRC-Channel Hashtag RC3-OYO. Und jetzt freuen wir uns auf Jan Kalbitzer. Hi, ja, vielen Dank. Das ist eine eigenartige Konstruktion. Ich sehe mich selbst beim Sprechen und muss mir vorstellen, mit wem ich das spreche. Und ich habe relativ viel Videotherapie gemacht im letzten halben Jahr aus Infektionsschutzgründen. Und die Frage, die Hauptfrage für mich ist eigentlich, rede ich jetzt zu einer Gruppe? Also wenn ich jetzt bei einer Veranstaltung vom Chaos Computer Club wäre, würde ich ja sagen, hier, also so ein halbes Du in die Gruppe hinein, oder rede ich mit vielen Individuen, die alle einzeln von mir angesprochen werden, wenn ich jetzt hier in den Bildschirm gucke, und dann würde ich dann wirklich Du sagen oder würde ich Sie sagen, also wer ist eigentlich die Person, an die ich jetzt sende? Das habe ich im Vorfeld so ein bisschen überlegt und das finde ich ganz interessant. Also ich gehe davon aus, dass ich viele Einzelpersonen anspreche, die jetzt mir gegenüber sitzen, du oder sie, ihr sitzt mir jetzt gegenüber und euch erzähle ich jetzt was und ich bitte wirklich darum, immer wieder Fragen zwischendurch zu stellen. Ja, von mir ist dieses Buch Krise als Neustart erschienen und ich will dem eine Sache vorweg schicken. Es gibt so ein bisschen die Kultur, dass es heißt, wir alle könnten glücklich und zufrieden sein, wenn wir nur unsere Chancen ergreifen und unsere Möglichkeiten sehen und resilient sind. Das ist einerseits richtig, andererseits ist das Quatsch. Ich bin sehr gegen eine Privatisierung von psychischen Beschwerden, die durch die Gemeinschaft ausgelöst werden. Ich habe mich da mit Frank Rieger mal drüber unterhalten, der sehr zu Recht gesagt hat, dass es nicht gut ist, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie durch individuelle Verhaltensweisen zum Beispiel den Klimawandel aufhalten könnten. Und dann nachher zu merken, ich habe mich total eingeschränkt, ich habe sehr verzichtet und der Klimawandel findet trotzdem weiter statt. Wir können ein kleines Teil dazu beitragen. Bei der Pandemie, die wir jetzt haben, ist das ein bisschen mehr. Da können wir als Individuen mehr dazu beitragen. Trotzdem ist es nicht so, dass man durch persönliche psychotherapeutische Veränderungen den Stress mindern kann, den die Gemeinschaft als Ganzes hat. Und das halte ich auch für falsch. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und niemand ist da allein für verantwortlich, besser damit zurechtzukommen. Manchmal sogar im Gegenteil. Manchmal ist es so, dass man die Wut braucht und sie nicht wegmeditieren sollte. Ich bin sehr gegen eine Gesellschaft von Achtsamkeitszombies, die alle ganz brav meditieren und achtsam sind und ihre Wut wegmeditiert haben. Die Wut ist wichtig, um was zu ändern. Oder auch der Ärger und auch die Sorgen. Manchmal hilft auch die Angst, sich besser zu schützen. Deswegen, also, ist es keine Einzelaufgabe, sich dieser Pandemie und der großen Krise zu stellen. Aber die Krise bietet Chancen, etwas zu ändern. Und ich spreche heute über die Normalitätssehnsucht, weil ich das ganz interessant finde. Der Begriff Normalität beinhaltet immer beides. Der Begriff beinhaltet die Normalität als den Durchschnitt, das, was durchschnittlich so normal ist. Es gibt wahnsinnig viele Umfrageergebnisse, die ständig publiziert werden, wie oft das durchschnittliche Paar so Sex hat und was für welchen. Und es scheint offenbar viele Leser zu geben und Leserinnen, die sich dafür interessieren. Und gleichzeitig beinhaltet der Begriff normal auch die Norm, so wie es sein sollte. Also wenn man zu jemandem sagt, so wie du dich benimmst, das ist doch nicht normal, dann spricht man nicht immer vom Durchschnitt, sondern auch von der Norm, wie man sich verhalten sollte. Und dieser Unterschied ist wichtig, weil in dieser Doppelbedeutung etwas steckt, was man in der Soziologie als moralische Panik benennt, Moral Panic, dass zum Beispiel gesagt wird, euer Verhalten ist nicht normal, deswegen ist es nicht richtig. Das ist etwas, was ich an der CCC-Community sehr schätze, dass da diese Maßstäbe von Normalität so nicht gelten und Menschen, die außerhalb des CCC-Universums vielleicht als
unnormal klassifiziert würden und dafür verurteilt würden, im Rahmen des CCC-Universums ein Zuhause haben, wo das völlig in Ordnung ist, ganz anders zu sein als der Durchschnitt. Das finde ich gut. Und deswegen schätze ich dieses Umfeld sehr und ich glaube, dass das eine Gemeinschaft ist, die sehr viel tut für Menschen in Krisen, die dann nicht eine Stigmatisierung durch Diagnosen bekommen, um dadurch Hilfe zu kriegen, sondern auch anders Hilfe bekommen, ohne eine Diagnose zu haben oder sich in eine Schublade einordnen zu müssen. Dennoch finde ich, jetzt als letztes Wort noch dazu, dennoch finde ich Klassifikationssysteme in der Psychiatrie wichtig, damit Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen nicht einfach ihre eigene persönliche, selbstentwickelte Zaubertherapie machen, weil das natürlich auch eine Gefahr birgt für Menschen in Krisen, die schwach sind, die wenig entgegenzusetzen haben, wenn ein Therapeut ist, der nur an sich und seine persönliche Therapieform glaubt. Deswegen machen so Algorithmen und Standards, was Diagnosen und Verfahren angeht, auch Sinn. Es braucht ein gutes Mittelmaß daraus. So, das ist keine Vorrede. In dem Begriff normal stecken also sowohl die Norm als auch das Durchschnittliche, das Gewohnte, das, was jetzt oder in der Vergangenheit vielleicht das war, was wir uns angewöhnt haben und was wir so erwarten. Und häufig ist es so, wenn die Krise zunimmt, dass dann das Bedürfnis stark wird, bei den Menschen in meinem Umfeld, auch bei denen, die in meine Praxis kommen, geht das seit ein paar Jahren so immer stärker, wann wird es endlich wieder normal? Erst gab es die großen Finanzkrisen, dann gab es die sogenannte Flüchtlingskrise, ein Begriff, den ich ganz schwierig finde. Und jetzt gibt es die Pandemie. Der Klimawandel war in den letzten Sommern sehr stark spürbar. Und es gibt immer Menschen, die sagen, wann wird es denn wieder einigermaßen normal? Wann kann ich wieder so leben, wie das früher war? Und die schlechte Nachricht ist, das wird nie wieder so. Der Klimawandel wird weitergehen, es wird wieder Pandemien geben und wir werden uns mit größeren Fluchtbewegungen auseinandersetzen müssen aufgrund des Klimawandels. Deswegen macht es Sinn zu fragen, ob das Konzept von Normalität überhaupt noch sinnvoll ist. Wenn man das aber aufspaltet und sagt, es hat diese zwei Komponenten, nämlich einmal die Sehnsucht nach Gewohntem und Erwartbarem und einmal die Sehnsucht nach Normen, nach einer Orientierung, dann kann man mit der Sehnsucht was anfangen. Und ich würde das gern nacheinander angehen. Und zwar würde ich erstmal gerne gucken, wie es dazu kommt, wenn wir in Stresssituationen sind, dass wir uns nach Gewohntem oder Halt sehen. Die meisten Menschen, die in Stresssituationen zu mir kommen, wo sie das Gefühl haben, es wird alles zu viel, es ist zu viel Chaos, es ist zu viel Unordnung, es gibt nichts Normales mehr, an dem ich mich orientieren kann, die bringen Symptome mit. Symptome, die Zeichen ihres Stresses sind. Das können Verspannungen im Nacken sein oder das können Kopfschmerzen sein, für die es jetzt keine klare körperliche Ursache gibt oder Magengrummen oder was auch immer, Schwindelgefühl oder Herzstolpern, ohne dass das Herz jetzt krank ist. Und ich nenne solche Symptome Kompass-Symptome. Kompass-Symptome für Situationen, in denen konfliktuierende Ansprüche an die Person zusammentreffen. Also ich denke, ich sollte gerade den und den und den Ansprüchen genügen und ich habe keine dazu passenden Gewohnheiten. Also wenn man normalerweise in seinem Alltag lebt, dann weiß man per Gewohnheit meistens, was man so zu tun hat. Man hat seine Routinen und seine Entwicklungen, aber wenn viele neue Sachen auf einen einprasseln, dann weiß man manchmal nicht genau, was zu tun ist. Und dann kommt es zu Stress und dann kann es zu so Symptomen kommen. So, also wenn so sogenannte Kompass-Symptome auftreten, dann ist der normale Reflex, Symptome loswerden zu wollen. Übrigens, Müdigkeit ist auch ein ganz tolles Symptom, wenn man ganz plötzlich ganz, ganz müde wird, wenn irgendwelche Aufgaben auf einen zukommen. Das sind auch ganz schöne Kompass-Symptome, die zeigen können, dass hier irgendwas nicht zusammenpasst. Wenn man also in so Situationen kommt, in denen man starke Kompass-Symptome entwickelt, dann kann man überprüfen, was passiert mir eigentlich gerade, dass ich so eine Überforderung habe oder dass ich das als unlösbare Situation empfinde. Und meine Empfehlung ist, dazu muss man so Kompass-Symptome aber abgeklärt haben, dass man anstatt
zu versuchen, die loszuwerden, sie gezielt einsetzt, um seine persönlichen Konfliktsituationen zu identifizieren, in denen man überfordert ist von den verschiedenen Ansprüchen, für die man noch keine passende Gewohnheit hat. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man es einigermaßen hat medizinisch abklären lassen. Also wenn man jetzt einen Herzinfarkt bekommt, weil man seinem Herzstolpern nachgeht, weil das eine gravierende körperliche Ursache hat, dann ist das eine Sache. Sondern man sollte natürlich, wenn man körperliche Symptome hat, die abgeklärt haben. Aber wenn klar ist, das sind Symptome, die sogenannte psychosomatische Ursachen haben oder die psychische Ursachen haben, dann kann man die benutzen, um zu gucken, wo in meinem Leben sind eigentlich meine Konfliktsituationen, die ich besser klären müsste. Bei mir war das klassischerweise morgens, wenn ich aus dem Haus gegangen bin. Meine Kompass-Symptome, darüber habe ich auch mal geschrieben, waren typischerweise Verspannungen und Herzstolpern. Ich hatte so ein Herzstolpern und ich habe das genutzt, um zu gucken, wo meine konflikthaftesten Situationen sind, die ich lösen muss. Und am schwierigsten war das morgens, wenn ich gleichzeitig die Kinder in die Kita und Schule bringen musste und zur Arbeit musste und viele Herausforderungen kamen und ich überhaupt keine klare Routine hatte, weil sich über die Generationen ja auch die Rolle des Mannes sehr verändert hat, die der Frau auch, aber ich hatte kein Vorbild dafür, wie man da gut mit umgeht. Also in der Generation meines Vaters war es noch nicht so, dass Männer mehrere Verpflichtungen parallel, sondern die sind halt meistens arbeiten gegangen. Das heißt, ich hatte noch kein Vorbild, an dem ich das lernen konnte und musste für mich selber neue Routinen entwickeln. Und an dem Punkt hat das noch nicht gut geklappt. Und dann habe ich so Kompass-Symptome gekriegt, weil ich dem nicht allen gerecht werden konnte. Geduldig beim Anziehen helfen und gleichzeitig pünktlich bei der Arbeit sein und vielleicht mich auch auf die Arbeit vorbereiten und noch ein paar E-Mails lesen. Also das war eine konflikthafte Situation. Und um zu gucken, wie diese Konflikte entstehen, kommt dann der zweite Schritt. Erstmal gucken wir, wo sind die Kompass-Symptome besonders stark. Und der zweite Schritt ist, wo sind eigentlich unsere genauen Konflikte? Für mich wäre jetzt aber die Frage, jetzt habe ich über Kompass-Symptome in dieser Einleitung gesprochen, gibt es dazu schon erste Fragen? So, während ich hier weiter mit mir selbst rede. Also im Chat sind noch keine Fragen aufgetaucht. Okay, gut, dann warten wir weiter. Also, wir können also Kompass-Symptome nutzen, um zu gucken, in welchen Bereichen unseres Lebens die Konflikte besonders groß sind, wo uns also Routinen fehlen und wo wir durch Routinen mehr Normalität im Sinne des Erwartbaren entwickeln könnten. Wenn wir jetzt also so eine Situation haben, wie das bei mir morgens war, als ich gemerkt habe, da kriege ich ganz starke Kompass-Symptome, dann wäre der zweite Schritt, dass man sagt, in so Situationen überprüft man seine persönlichen Glaubenssätze. Glaubenssätze, nach denen ich mein Leben organisiere und handle, die im Grunde bedeuten, was für mich Normalität ist, was ich für. Ja? War da gerade eine Frage? Nein, da war nur das Mikro kurz an. Okay, also Glaubenssätze, die ich für mich persönlich benutze, um mein Leben zu strukturieren. Und eine Übung, die ich immer ganz gerne mache, ist dann die sogenannte Credo-Übung. Die stammt von meiner Psychotherapielehrerin aus Heidelberg, Andrea Ebeke-Nohlen. Und die Credo-Übung geht so, dass man sich überlegt, was ist denn eigentlich mein Lebenscredo? Nach welchem Credo lebe ich denn eigentlich genau? Was ist so? Also jeder hat, wenn man nachfragt, so ein Credo. Man sollte das nicht zu sozial erwünscht machen, sondern wirklich gucken, was ein ehrliches Credo ist. Und wenn man so ein bisschen nachdenkt, kommt dann meistens auch so ein Satz. Das kann dann wie so ein Sprichwort sein, wie jeder ist seines Glückes Schmied oder das Leben ist kein Ponyhof. Und mein Credo, als ich meine systemische Psychotherapieausbildung damals angefangen habe vor vielen Jahren, war, wenn die anderen sich nur mehr Mühe geben würden, wäre das alles hier nicht so anstrengend. Und da steckt natürlich viel drin, ne? Die Erwartungen an andere und was man so für einen Blick aufs Leben hat. Und der Schritt ist ganz wichtig, weil man da drin die Geschichten überprüft, die man zu sich selbst erzählt und auch die Glaubenssätze, die man hat, nach denen man meint, Situationen organisieren zu müssen. Also, wenn man jetzt so ein Credo hat, vielleicht hat ja irgendjemand ein Credo, ich kann ja gar nicht beurteilen, ob irgendjemand zuguckt, aber wenn jemand zuguckt und so ein Credo einfällt, dann freue ich mich, wenn das gepostet oder geschickt wird, dann kann ich darauf antworten. Auf jeden Fall kann man mit dieser Frage nach dem Lebenscredo,
nach einem zentralen Glaubenssatz im eigenen Leben schauen. Und solche Lebenssätze führen meistens zu Konflikten, die man hat. Und der nächste Schritt wäre dann, nach kleineren Geschichten, kleineren Glaubenssätzen zu gucken, die man sich so von sich selbst erzählt. Also eine Geschichte kann sein, dass man morgens aufwacht und sich ein bisschen müde fühlt und sagt, boah, heute bin ich aber wieder total fertig. Das muss ja gar nicht richtig sein, sondern es ist in dem Moment, wo man aufwacht, ein Satz, den man sich sagt, der einen aber prägt. Oder wenn man dann anfängt, die Kinder anzuziehen, kann man zu sich selbst sagen, oh, das ist mir alles viel zu viel, das ist mir viel zu anstrengend. Aber das muss gar nicht so sein, sondern es ist ein Glaubenssatz, den ich in dem Moment erzeuge. Und oft entstehen Glaubenssätze, die im Konflikt zueinander stehen, die dann das Problem erzeugen. Und es macht Sinn, die zu strukturieren. Also in dem Moment, wo ich morgens losgehen will und das stressig wird und ich Kompass-Symptome kriege, weil es zu viel ist, habe ich vielleicht den Glaubenssatz, nur wenn ich mir ganz viel und geduldig Zeit für meine Kinder nehme beim Anziehen, bin ich ein guter Vater. Und nur wenn ich die jeden Morgen in die Kita bringe, bin ich ein guter Vater. Und gleichzeitig habe ich den Glaubenssatz in mir, dass ich sage, nur wenn ich pünktlich bei der Arbeit bin und dann da bin, wenn auch die anderen da sind und mit denen zusammen da eintreffe und strahlend, fit und wach da bin, dann bin ich auch ein guter Mitarbeiter oder dann werde ich Karriere machen und dann habe ich noch einen Glaubenssatz, Karriere ist wichtig, weil ich dann beweise, dass ich ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft bin. Das sind so Glaubenssätze, die einem festhängen. Wenn man angefangen hat, durch die grundsätzliche Credo-Übung zu lernen, Abstand zu gewinnen und solche Glaubenssätze zu überprüfen, dann kann man in so einzelnen, anstrengenden, stressigen Situationen die verschiedenen kleineren Glaubenssätze überprüfen, die man so hat. Also, wir machen erst die Übung zu sagen, was sind meine Kompass-Symptome? Wenn wir die kennen, sagen wir, wann sind die besonders stark? Wo treten die besonders stark auf? In einem anderen Schritt gucken wir, was sind die Glaubenssätze, die ich habe? Und um das grundsätzlich zu lernen, hinterfragen wir unser Lebenscredo. Was ist denn so mein Lebenscredo? Wenn man die Lebenscredo-Übung macht, kann es Sinn machen, um so ein bisschen zu üben, damit zu spielen, dass man überlegt, seit wann habe ich in meinem Lebenscredo eigentlich? Wann habe ich mir das zugelegt? Wo habe ich denn das her, dieses Credo, mit dem ich so mein Leben gestalte? Also wenn man sagt, irgendwie nur die Harten kommen in den Garten, dann kann es sein, dass man das Lebenscredo vielleicht aus der 5. Klasse hat. Dann ist das plötzlich aufgetreten und damals war das vielleicht hilfreich, weil man dadurch angefangen hat, zu sagen, ich streng mich jetzt hier an und ich reiß mich zusammen und bin diszipliniert und beiß mich da durch. Nur die Harten kommen in den Garten und dann erreicht man Ziele, die man sonst nicht erreicht hätte. Es hat aber auch einen Preis, mit diesem Credo zu arbeiten, nur die Harten kommen in den Garten, weil man dann wenig sensibel mit sich selbst umgeht. Aber es ist wichtig, beide Seiten der Medaille zu sehen. Also zu sagen, vielleicht ist in der 5. Klasse das Credo, nur die Harten kommen in den Garten, zu mir gekommen. Und damals hat es auch Sinn gemacht, das zu haben, weil es mir Kraft gegeben hat, Ziele zu erreichen. Aber es hat auch einen Preis, weil ich sehr hart zu mir bin, mir zu wenig Pausen gönne und jetzt ist das vielleicht zu anstrengend, wenn ich noch mehr Verpflichtungen habe. Und dann kann man weiter fragen, wann ist das Credo eigentlich zur Belastung geworden? Und wie ist meine Beziehung zu meinem Lebenscredo jetzt? Ist sie noch gut oder ist es eher belastet und würde ich mich eigentlich gerne von diesem Credo trennen? Wenn man so übt, mit seinen Glaubenssätzen umzugehen, dann kann man in so Konfliktsituationen auch gucken, welche Sätze kommen gerade zu mir und welche machen gerade Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgen zutage gestresst bin und da kommt noch der Glaubenssatz zu mir, du darfst nicht Auto fahren, weil das schlecht ist wegen des Klimawandels und du musst dich mehr bewegen, weil du zugenommen hast und du bist zu dick. Das ist auch mal so ein Glaubenssatz, den manche Menschen haben, du siehst nicht gut aus, du bist hässlich. Das sind Glaubenssätze, die man sich aufsagt, die man manchmal auch von anderen hat oder die man hat, wenn man sich zu viel mit anderen Menschen verglichen hat. Wenn man also viele von solchen Glaubenssätzen auf einmal bekommt, dann entsteht eine Konfliktsituation, die belastend ist. Und dann macht es Sinn, diese ein bisschen auseinander zu fiddeln. Das fällt in so einer Situation selbst aber sehr schwer. Deswegen kommt jetzt der nächste Schritt, dass man versucht, auf so eine Konfliktsituation, die man identifiziert hat, in der die Kompass-Symptome sehr stark werden, wo man verschiedene Glaubenssätze hat, von denen man nicht immer weiß, von wem man die hat, dass man sich diese ein bisschen aus einer entfernteren Perspektive anguckt. Und dazu gibt es eine ganz schöne Übung, das ist die sogenannte 5-Jahres-Perspektive.
dass man überlegt, wenn ich das hier alles jetzt gut überstehen würde, diese Anstrengung hier gerade, die Zeit, in der ich mich so nach der Normalität zurücksehne und alles so belastend ist, wie werden mein Leben dann idealerweise in 5 Jahren? Wie würde ich denn dann leben? Wäre ich dann noch in der gleichen Wohnung, in der ich jetzt leben würde, oder im gleichen Haus? Wäre ich noch in der gleichen Stadt? Würde ich noch mit den gleichen Menschen zusammenleben? Hätte ich eine andere Beziehung oder keine Beziehung oder die gleiche Beziehung und sie hätte sich verändert inhaltlich? Hätte ich mehr Kinder oder habe ich jetzt noch keine Kinder, hätte dann welche oder hätte ich ein Haustier oder mehrere? Wie hätte sich meine Arbeitssituation verändert, wenn ich jetzt eine Entwicklung zum Positiven genommen hätte? Wäre ich dann freiberuflich oder wäre ich angestellt? Wäre es eher ein großes oder kleines Unternehmen? Wie würde ich da arbeiten mit was für Leuten? Wie wäre meine Beziehung zu den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite? Wäre ich der Chef oder wäre ich angestellt? Und so versucht man, so ein Bild davon zu kriegen, wenn es sich jetzt gut entwickeln würde aus dieser anstrengenden Zeit heraus, wo man dann in 5 Jahren wäre, wie man sich dann idealerweise entwickelt hätte. Und was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich sage, versucht euch mal, so gut es geht, in diese Person reinzuversetzen, die ihr in 5 Jahren wärt, wenn es sich gut entwickeln würde. Was wäre deren Lieblingsraum in dem Zuhause, in dem diese Person leben würde? Das ist die Lieblingsjahreszeit, vielleicht ist es Sommer, die Sonne scheint rein, diese Person sitzt im Wohnzimmer in ihrem Lieblingssessel. Und da muss man versuchen, sich richtig in diese Person in 5 Jahren reinzuversetzen, die die Entwicklung schon hinter sich hat, die den Konflikt schon gelöst hat. Und dann lässt man diese Person, in der man in 5 Jahren ist, das Ideal, nach dem man strebt. Und unbewusst hat man jetzt auch schon so ein bisschen die Werte, die man hat, den zweiten Teil, die Normen, in diese Person reinprojiziert, wo man eigentlich hin will. Diese Person, die also nach diesen Werten, die in einem drinstecken, sich entwickelt hat, die befragt man jetzt und fragt sie, was ist denn dein guter Rat, was ich jetzt in der Konfliktsituation, in der ich jetzt bin, machen sollte? Worauf sollte ich denn jetzt hören? Welche dieser konkreten Ansprüche, die ich da jetzt an mich habe, welche Glaubenssätze sind denn jetzt hilfreich und richtig? Und dann würde man diesen Rat aus der Zukunft nutzen, um sich eine Linie zu bauen aus der Konfliktsituation jetzt, in der alles chaotisch erscheint und man sich danach sehnt, dass man wieder mehr Routinen hat, um zu gucken, wenn ich dahin will, die Person zu werden, die nach den Wertmaßstäben und Vorstellungen lebt, die ich eigentlich in mir trage, was wäre denn jetzt der erste Schritt? Wie geht es denn jetzt los? Was ist denn jetzt das Wichtige? Ist eher die Arbeit wichtig? Ist das Radfahren heute wichtig? Ist es wichtig, dass ich mir ganz viel Zeit für die Kinder nehme? Oder ist es vielleicht wichtig, jemand anderen zu fragen nach Unterstützung? Was wäre jetzt der erste richtige Schritt auf dieser Achse? Und von dem ersten Schritt aus versuche ich dann neue Routinen zu entwickeln, die zu dieser werteorientierten Entwicklung in die 5 Jahre hineinpassen. So, jetzt frage ich nochmal nach Fragen, aber wahrscheinlich wäre mir schon was ins Ohr geflüstert worden, wenn es was gegeben hätte. Es gab aus dem Chat keine direkte Frage, allerdings hat eine Person ihr Credo mit uns geteilt. Und zwar, das Leben ist kein Ponyhof, deshalb züchte ich Einhörner. Im Sinne dessen, dass man jeden Tag etwas Wundervolles schaffen kann und wenn es nur der Kaffee oder die Tasse Tee ist. War das jetzt für alle zu hören? Ja. Das habe ich Okay. einmal für alle vorgelesen, dieses Okay, nette wunderbar. geteilte Credo. Genau, es gibt auch sehr schöne Credos. Also nicht jedes Credo, was man hat, ist ein kritisches Credo, sondern es gibt auch wirklich schöne Credos. Und es lohnt sich zu gucken, was die Vorteile und Nachteile von Credos sind. Wenn man ein Credo hat, was eher negativ ist, macht es Sinn zu gucken, ob man vielleicht schon ein Ablösekredo hat. Aber ich muss dazu anmerken, dass jedes Credo, auch das Schönste, natürlich immer zwei Seiten hat. Auch sich Einhörner zu züchten, das ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Also das ist zwar wunderschön, aber Einhörner, die sind ja auch nicht ganz pflegeleicht. Und es kann natürlich auch sein, wenn man Einhörner züchtet, dass das ganz schön anstrengend ist, jeden Tag zum Beispiel neue wundervolle Dinge zu tun. Also ich will das gar nicht schlecht machen, ich will nur sagen, in jedem Credo stecken Anstrengungen und Geschenke drin. Und man muss sich einfach dessen bewusst sein. Man muss Abstand dazu nehmen und gucken, wo hilft mir dieser Glaubenssatz und wo ist er eher anstrengend für mich. Ich hätte tatsächlich da auch noch mal selber eine Frage dazu. Ja.
Glaubenssätze, die entstehen ja nicht aus sich selbst heraus oder die entstehen ja nicht aus einem Individuum allein, sondern das ist ja auch immer was, was von außen kommt. Und würdest du vorschlagen, dass wenn man nach einem neuen Credo sucht oder auch nach neuen Routinen, dass man da eher erstmal bei sich selber guckt oder dass man da tatsächlich auch schon im Austausch geht mit anderen, um sich da vielleicht auch von außen Inspiration zu holen, in welche Richtung es weitergehen könnte? Also das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin immer für den Austausch mit anderen, aber ich würde nie danach fragen, was die einem raten. Also Ratschläge finde ich nicht gut, sondern ich finde gut, andere zu nutzen, um zu gucken, wie es sich anfühlt, über bestimmte Dinge zu sprechen. Also es ist eigentlich ein Ausnutzen des anderen in dem Dialog, dass man im Prinzip mit dem anderen darüber spricht und sich auch befragen lässt. Meine Erfahrung ist, dass es am allerbesten ist, wenn so ein Credo aus einem oder so Glaubenssätze aus einem selbst herauskommen, dass die dann am besten passen, aber man kann sie am besten abklopfen, wenn man das im Gespräch mit einer anderen Person tut, um zu gucken, ja, wie ist denn das so? Und da kann dir das Gegenüber auch fragen, Mensch, was sind die Vor- und Nachteile von dem Glaubenssatz, den du dir dazulegen willst? Und dann, wenn man drüber redet, dann merkt man das ganz anders, als wenn man das nur mit sich selbst abmacht. Das hilft total, auf jeden Fall. Genau, also mit anderen Menschen das so durchzugehen, finde ich gut. Ich sage mal so, die besten Leute, um über sowas zu sprechen, sind ehemalige. Dieses Jahr gibt es ja keinen Kongress, auf dem man mit Leuten mit Wildfremden sprechen kann, was auch immer super ist. Ne? Also so Leute, die man nett findet, sich darüber zu unterhalten, wenn man sich wahrscheinlich nicht wieder sieht. Mit irgendwie Lebenspartnern, Partnerinnen oder Leuten, die einem sehr nah sind, mit denen man sein Leben verbringt, solche Aufgaben zu machen, kann belastend sein. Weil natürlich, wenn man über so eine Fünf-Jahres-Perspektive spricht und sagt, ja, meine Beziehung zu dir hat sich verändert, vielleicht kommst du auch nie mehr so richtig darin vor, das ist nicht so eine gute Idee. Das heißt also, die eigene Veränderung kann ja auch eine Bedrohung für Menschen sein, die einem nahe sind. Deswegen, das ist auch okay, da offen drüber zu reden, aber wenn man damit arbeitet, macht es Sinn, dass man nicht so das Gefühl hat, dass das Gegenüber einen beeinflusst, dass man da Menschen hat, die nicht so eine ganz wichtige Rolle im eigenen Leben spielen. Deswegen sage ich, ehemalige sind sinnvoll, also zum Beispiel ehemalige Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammengearbeitet hat, das kann Sinn machen, mit denen darüber zu reden, die man gerne mochte, mit denen man aber nicht mehr zusammenarbeitet oder jemand aus der Nachbarschaft, mit dem man nicht mehr zusammen wohnt, aber mal in der Nachbarschaft zusammen gewohnt hat und sich immer gut verstanden hat, das kann total hilfreich sein, mit so jemandem zu sprechen, weil das Personen sind, die einem nicht mehr ganz so nah im Alltag sind, aber trotzdem, wo es eine Vertrautheit geben kann. Aber wie gesagt, der Kongress ist ja dieses Jahr leider ausgefallen, das ist auch eine super Gelegenheit, um über sowas zu sprechen und sich auszutauschen, zu gucken, wie fühlen sich diese Glaubenssätze oder auch so ein größeres, übergeordnetes Credo an. Der andere Punkt ist, es macht Sinn zu fragen, von wem habe ich denn das Credo? Weil das natürlich auch hilfreich sein kann, erstens, wenn man mit der Person drüber spricht, also wenn man sagt, das Credo habe ich von meiner Mutter, dann geht man zu seiner Mutter und sagt, du, ich habe von dir das Credo, nur die Harten kommen in den Garten. Und das, ja, also das hat mir eine Weile total geholfen, aber jetzt ist es so, dass ich irgendwie nur noch am Ackern bin und gar keine Pausen mehr mache, dann kann es gut sein, dass die Mutter sagt, du, das war ein Missverständnis und dann löst sich da was. Das kann sehr gut möglich sein. Oder es kann auch helfen, Konflikte offen zu legen, über die man mal sprechen muss. Deswegen macht es Sinn zu gucken, von wem habe ich denn das Credo eigentlich? Oder es kann auch ein positives Credo sein, das man von einer netten Person hatte. Und dann kann man, wenn man das positive Credo hat, was primär positiv ist, sich auch die Person dazu vorstellen. Und das kann einen noch mehr darin bestärken, dass man sagt, Mensch, mein Vater, der nicht mehr lebt, der hat immer zu mir gesagt, halt die Ohren steif, hat mein Vater immer gesagt. Und das kann für einen dann eine ganz positive zusätzliche Wärme noch haben, wenn man sich auch die Person vorstellt. Deswegen macht es durchaus Sinn, erstens zu überlegen, von wem habe ich das Credo? Und zweitens, wenn man ein Credo hat oder Glaubenssätze hat, mit Menschen darüber zu sprechen, mit anderen, um zu gucken, wie sich das eigentlich anfühlt. So, also wenn man diese Trennung so ein bisschen vollzogen hat, zum einen zu gucken, in welchen Situationen fehlen mir eigentlich Alltagsstrukturen, Routinen, so eine gefühlte Normalität, weil zu viele verschiedene Ansprüche und Glaubenssätze zusammenkommen und man dann durch die Fünf-Jahres-Perspektive geguckt hat, wo gehen eigentlich meine Normen hin, was ist denn eigentlich so mein Ziel, in welche Richtung gehen meine Werte, wo will ich denn eigentlich hin und sich einen guten Rat gegeben hat. Und der gute Rat zum Beispiel ist, du pass mal auf, so wie du jeden Morgen Stress hast, macht das keinen Sinn, dass du gerade versuchst, Kleinkinder zu erziehen und Karriere gleichzeitig zu machen. Könnte zum Beispiel ein guter Rat aus der Zukunft sein, pass mal auf, wenn ich von aus der Zukunft rückblickend auf dich schaue und diese größere Perspektive habe, dann
Kriegst du das gerade nicht gut unter einen Hut und guck mal eher nach deinen Kindern. Das sind doch deine Werte. Dann kann man versuchen, da mit seinen Kindern passende Routinen zu entwickeln und zu sagen, okay, die Karriere, die rutscht so ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt kommt der zweite Schritt, nämlich wie entwickelt man eigentlich gute Routinen? Und das Problem bei Routinen oder auch bei Gewohnheiten ist, wir sind so starke Gewohnheitstiere, dass wir uns eigentlich ungern ändern als Menschen. Wir wollen uns überhaupt nicht verändern, meistens. Außer wir haben großen Leidensdruck, weil es anstrengend ist und verunsichernd ist. Man in den alten Bahnen weiß meistens, was zu erwarten ist, wenn man sich auf die eine oder andere Art verhält. Aber in neuen Bahnen weiß man das noch nicht so ganz genau. Und das ist immer eine Verunsicherung. Wie reagiert mein Umfeld auf mich? Wie geht es mir damit? Was für Gefühle entstehen dann? Und deswegen ist es auch sinnvoll, Gewohnheiten zu haben. Das Gute an der Krise ist, dass es Gewohnheiten unterbricht. Und deswegen bin ich sehr dagegen, jetzt auch gerade in der Pandemiezeit in so einen Durchhaltemodus zu gehen und zu sagen, ich überstehe das irgendwie, diese Zeit, und irgendwie tief Luft holen und warten, bis der Lockdown vorbei ist, sondern man sollte die Gelegenheit nutzen und sagen, Mensch, es ist doch eine gute Gelegenheit, Gewohnheiten zu ändern, jetzt wenn sie eh unterbrochen werden. Und eine ganz klassische Sache ist, wenn man seltener einkaufen geht, dann kann man. Also ich glaube, wenn man im Alltag Kalorien zählt und die ganzen Kalorien anguckt und seine Ernährung anguckt, dann wird man ziemlich schnell irre, besonders wenn man parallel dazu zum Beispiel noch arbeitet und sich um eine Familie kümmert. Aber wenn man jetzt sagt, in der Pandemiezeit gehe ich nur noch einmal die Woche groß einkaufen, mache einen Großeinkauf, habe die Sachen, die ich so für die Familie und für mich brauche, dann kann man viel genauer gucken, was esse ich denn so die Woche über. Das heißt, durch die Unterbrechung des alten Rhythmus, wo man vielleicht jeden Tag auf dem Weg von der Arbeit nochmal schnell in den Laden gegangen ist und was geholt hat, so ein bisschen auch je nach Appetit, weil man hungrig war, ändert sich jetzt das, was an Routinen da ist. Man geht nur noch einmal einkaufen, da kann man viel genauer überlegen, was esse ich in die Woche über jetzt. Und dadurch ist die Möglichkeit da, eine neue Routine zu entwickeln, nämlich zu sagen, einmal die Woche mache ich einen Plan und kaufe diese Woche ein. Und dazu nutze ich jetzt diese Unterbrechung. Oder auch, dass man merkt, welche Kontakte sind mir eigentlich wichtig und auf welchen Kanälen bin ich mit diesen Menschen eigentlich gerne im Kontakt. Ich kenne sehr viele Menschen, die zum Beispiel sagen, dass für sie bestimmte Formen des Chattens eine ganz andere Bedeutung gewonnen haben. Also dass man so einen kontinuierlichen Chatkontakt mit einer bestimmten Gruppe Menschen haben, mit denen man sich immer wieder austauscht, dass das eine Form des sozialen Miteinanders ist, die eine ganz zentrale Bedeutung im Leben von Menschen hat, denen das vorher gar nicht so bewusst war. Vorher hatte man eher diese anstrengenden Gruppen, wo man irgendwie sich ausgetauscht hat über Termine. Und jetzt hat man ganz bewusst besondere Gruppen mit Menschen und trennt das dann auch. Also dass man sagt, die Gruppe Menschen sind mir wichtig, die hätte ich vielleicht früher abends irgendwie im Park getroffen oder in der Kneipe oder sonst wo, die treffe ich jetzt im Chat. Da wird dann auch nicht über Arbeit geredet. Man trennt das mehr. Man macht es also viel bewusster, die sozialen Interaktionen, die man digital miteinander hat, und schafft da andere Strukturen und Räume, so wie wir die jetzt auch haben, und schafft sich dafür vielleicht auch eine neue Kultur, dass man sagt, irgendwie ich chatte zu bestimmten Zeiten, ich trenne das von meiner Arbeit und belohne mich dann, man trifft sich zu bestimmten Zeiten alle miteinander. Was ich vor dem Hintergrund auch sehr gut finde, ich sage immer, es gibt vier große Bereiche, wo man eine gute Routine und gute Gewohnheiten braucht. Das ist Ernährung, das ist Bewegung, das ist Schlaf. Und das sind soziale Interaktionen. Das sind für mich die großen Bereiche, in die ich immer gucke. Es gibt natürlich noch mehr. Diese Kategorien sind nicht alles umfassend, aber das sind so die großen Kategorien, denen ich immer gucke, dass man gute Routinen hat, indem man sein Leben strukturiert, wenn man ein einigermaßen ausgefülltes Leben führen will. Und da hat man einfach Gewohnheiten, bestimmte Menschen, die man trifft, bestimmte Bewegungen. Und man kann das kombinieren. Man kann zum Beispiel sagen, und dann wird es einfacher, ich möchte mich gern mehr bewegen, weil ich jetzt nicht mit dem Rad zur Arbeit fahre in der Pandemiezeit. Und deswegen habe ich eine Chatgruppe, wo ich mich mit Leuten darüber austausche, wie viel ich mich bewege. Man hat gemeinsam einen Laufplan. Ich finde immer ganz gut den Laufplan von dem Ex-Mittelstreckenläufer Dieter Baumann. Der hat auf seiner Webseite so ganz einfache Laufpläne von 0 bis 30 und 0 bis 50 Minuten, und dann läuft man zusammen los und tauscht sich immer aus. Und dann hat man soziales Miteinander und man bewegt sich zum Beispiel. Das heißt, man vereint zwei Routinen miteinander. Wichtig ist dabei auch, dass man die Gewohnheiten nicht zu sehr an irgendwelchen übergeordneten, abstrakten Idealen orientiert, die gar nicht zu einem passen. Also nur weil man den Glaubenssatz hat, ich müsste eine topfitte Person sein, sich vorzustellen, dass man jeden Tag 50 Minuten Sport macht, wenn das gar nicht zu einem passt,
ist unrealistisch, sondern es muss irgendwie gut zu dem passen, was man ohnehin an Bedürfnissen und vielleicht auch schon so an Routinen hat und dass man das gut da rein strukturiert. Ich will mal so ein Beispiel geben. Wenn man das Gefühl hat, dass man seinen Kindern was beibringen möchte über gute Ernährung und Umgang mit Ressourcen und gleichzeitig immer Stress hat, das Abendessen fertig zu machen, was Gutes zu kochen, kann man ganz einfach beide Sachen zusammenbringen, indem man regelmäßig zusammen mit der Familie kocht und dabei über die Ressourcen spricht, die man benutzt und darüber spricht, wie man sich gut ernährt. Man kann also zwei Sachen zusammenfügen und hat im Prinzip eine Stunde Quality Time mit seinen Kindern verbracht und was Gutes zu essen gekocht. Das ist eine Kombination von Routinen, die dazu führt, dass man insgesamt weniger Stress hat, als wenn man vorher eine Stunde kocht und danach eine Stunde spielen will. Man muss also versuchen zu gucken, wie man Routinen gut kombiniert und wie man sie gut passend zu den eigenen Bedürfnissen auch macht. Johnson Haidt, ein amerikanischer Psychologe, der hat mal gesagt, dieses große Bedürfnistier in einem, das Es, das ist nur schwer von seiner Bahn abzubringen. Wenn man anfangen will, sich in Wehen zu versetzen, dann ist es am besten, dass man erstmal zu Fuß zur Eisdiele läuft, um sich ein Eis zu kaufen und dann anfängt, überhaupt erstmal in Bewegung zu kommen. Und das ist auch meine Erfahrung. Überhaupt erstmal anfangen, sich zu bewegen, ist oft der wichtigste erste Schritt. Ja, also man muss versuchen, Routinen zu entwickeln, die zu den eigenen Wertvorstellungen passen. Also meinetwegen, ich will mehr Zeit mit den Kindern verbringen, ich lasse sich alle gesund ernähren, also entwickle ich eine Routine im Alltag, wo alle gemeinsam Essen machen, man Zeit miteinander verbringt, und dann hat man vielleicht eine Stunde am Tag, wo man relativ viele Sachen miteinander gut kombinieren kann. Und es ist gut, verschiedene Sachen so zu kombinieren, dass sie sich verstärken. Also, ich habe ein soziales Miteinander mit Freunden im Chat und nutze das zum Beispiel, um meine Bewegung zu verstärken, von der ich gerne mehr hätte. Gibt es dazu zwischenzeitlich noch Anmerkungen oder Fragen? Ja, hier gibt es einen Kommentar aus dem Chat. Da fragt ein Mensch, wo bin ich in 5 Jahren und wie kann ich die Linie dahin bauen? Fragezeichen, ist eine schöne Idee im Sinne einer Praxis. Dort noch einmal die Frage, sind diese Bilder, wo ich in 5 Jahren sein will, nicht viel zu oft von Einflüssen von außen bedingt? Wie sollte man hier von sich hören, hier aus von sich hören? Also ich mache das meistens ganz unangenehm und brutal. Ich warne dann auch vor und sage so, ich bin jetzt mal ein bisschen, ich stelle jetzt die Fragen so ein bisschen abgehackt vielleicht und unterbreche sie auch viel dabei. Das gehört zur Methode. Die Übung funktioniert besonders gut, wenn man sie zu zweit macht und versucht wirklich die Antworten zu nehmen, die aus dem Bauch rauskommen. Also wirklich schnell durchzugehen. Wenn sich das gut entwickeln würde, sag mal ganz schnell, wo würdest du denn in 5 Jahren leben? Wärst du denn jetzt noch in der Stadt, in der du jetzt lebst? Oder wärst du in einer anderen Stadt? Oder wärst du vielleicht in einem anderen Land? Wärst du ein anderes Land, in dem du leben würdest? Wenn es ein anderes Land wäre, wie wäre das dann? Oder wenn du es nicht genau weißt, würdest du in der Stadt leben oder auf dem Land leben? Wäre es noch Deutschland? Wäre es ein anderes Land? Nur so aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus. Wärst du noch in der gleichen Beziehung, in der du jetzt bist? Nur mal so aus dem Bauch. Was war das erste Gefühl, was da kam? Ist es noch die gleiche Beziehung oder nicht? Und damit versucht man so ein bisschen in die tieferen Schichten dran zu kommen, indem man so ein bisschen so Antworten aus dem Bauch herauskriegt. Ich finde wichtig, dass man, also ich sage mal so, der zweite Eindruck. Also wenn da so eine Antwort hochkommt und man sagt, ja, nee, also wahrscheinlich wäre ich getrennt und es fühlt sich noch nicht ganz richtig an, dann darf man es mal so ganz kurz sacken lassen, überlegen, ist es wirklich richtig? Und wenn dann immer noch ist, ja, wahrscheinlich wäre ich nicht mehr mit der Person zusammen, dann muss man sagen, okay, ja, wahrscheinlich wäre ich in 5 Jahren, wenn es sich positiv entwickelt, nicht mehr mit der Person zusammen. Also man darf es einmal kurz sacken lassen und auf den zweiten Eindruck warten, aber insgesamt ist es wichtig, die Antworten möglichst zügig darauf zu geben. Und wir können das gerne mal eben durchgehen. Also wenn da jemand zuhört, dann gehen wir einfach die Fragen mal so ein bisschen durch. Wenn du in einer Beziehung bist, und es sich jetzt positiv entwickeln würde, wärst du dann in 5 Jahren immer noch in derselben Beziehung? Was sagt denn so dein Bauchgefühl? Wenn du nicht in der Beziehung bist, wärst du dann vielleicht in 5 Jahren einer oder wärst du dann weiter in keiner Beziehung? Wie ist denn so die Vorstellung? Und vom Wohnen her, würdest du noch da wohnen, wo du jetzt gerade wohnst oder würdest du vielleicht an einem anderen Ort wohnen? Wenn du jetzt in der Stadt wärst, ist es die gleiche Stadt oder
Wärst du auf dem Land? Oder wärst du eine andere Stadt? Ist es Wohnung oder Haus? Oder eben doch das gleiche wie jetzt? Wie hätte sich zum Beispiel die Beziehung zu deinen wichtigsten Freunden verändert, wenn es eine positive Entwicklung gäbe, zu den wichtigsten drei Personen in deinem Leben? Was wäre denn da anders, wenn es eine positive Entwicklung gäbe? Wären die unverändert oder hätte es da Entwicklungen gegeben? Wichtig ist auch immer die Frage, wie ist denn die Beziehung zu den Eltern, auch wenn die nicht mehr leben? Also so das Bild, was man von den Eltern hat. Wie wären die Beziehung dann, die innere Beziehung so zu deiner Mutter? Also wie wäre der Kontakt miteinander? Hätte sich was verändert? Wäre es gleich geblieben? Oder wenn sie nicht mehr leben, wie wäre das Bild von der Mutter oder beim Vater? Wie wäre die Beziehung zum Vater? Was hätte sich verändert? Was wäre gleich geblieben? Was wäre mit dem Beruf? Würdest du noch den gleichen Job machen wie jetzt oder nicht? Hätte sich innerhalb der Arbeit was verändert oder wäre es eine andere Arbeit? Oder wenn es gerade keine Arbeit, keine konkrete ist, was wäre es dann für eine? Wenn sich was verändern würde, wäre es grundsätzlich eher angestellt oder eher freiberuflich? Wäre es, wenn es mit anderen zusammen ist, eher eine große oder eher eine kleinere Gruppe? Was wäre deine Rolle in der Gruppe? Lass ein bisschen durchgehen. Also diese Person, die dann in einer Beziehung oder auch nicht lebt, eine veränderte Beziehung zu wichtigen Bezugspersonen hat, die Jobsituation, in der die dann ist, und die Wohnsituation. Und wo an dem Ort, wo die Person in 5 Jahren lebt, die man bei einer guten Entwicklung wäre, wo in der Wohnung oder dem Haus wäre so der Lieblingsort? Und sich dann an dem Ort vorstellen. Ich würde jetzt die Imagination, jetzt an diesem Ort zu sein, nicht mehr machen, aber so ein bisschen ist ja vielleicht schon so ein Gefühl dafür da, wohin das geht. Okay? Ja, danke schön. Während ich jetzt im Kopf natürlich auch durch die Fragen durchgehe, ist hier noch eine andere Frage im Pad aufgeploppt. Ja. Und zwar geht es dann noch mal ein Stückchen zurück in Richtung des Anfangs deines Ja. Vortrags. Und zwar gibt es hier eine Frage zu Kompass-Symptomen. Ist Kompass in dem Fall ein Akronym oder eher eine Metapher? Also ich meine das ganz konkret. Also es ist ein Bild dafür, dass Metapher, weiß ich gar nicht, ob das nicht schon zu abstrakt ist. Es ist ein Bild dafür, dass die Symptome zeigen dahin, wo das Problem ist. Also oft ist es ja so, dass man davon weg will, wo die Symptome sind. Also dass man sagt, oh Gott, nee, also da entstehen bei mir immer Symptome und versucht, die loszuwerden. Und es gibt ja durch die Psychologisierung der Gesellschaft auch so die Idee, wir müssen alle glücklich und zufrieden werden. Und für mich geht es eher darum zu sagen, das Symptom hat oft einen guten Grund, wenn es kommt, wenn es ein psychosomatisches Symptom ist und jetzt kein wirklich rein körperlich bedingtes Symptom. Oder es kann auch ein körperliches Symptom sein, das verstärkt wird in bestimmten Situationen. Zu sagen, wohin zeigt denn das ganz konkret? Also so, wohin, auf welche Situation weist es mich hin, indem es da stark wird? Also das ist ein bisschen zu, ich habe ja dieses kurze E-Book geschrieben, Krise als Neustart. Da steht es ein bisschen ausführlicher drin. Ich verschicke auch gerne Auszüge als PDF so, wenn es da Rückfragen gibt, gerne an meine E-Mail-Adresse jan@kalbitzer.org einfach schreiben. Dann antworte ich da gern drauf. Also, die Symptome kann man auch nutzen, um bestimmten Bildern nachzugehen. Ich habe das viel gemacht, wenn ich abends im Bett gelegen habe und überlegt habe, also wenn ich so diffuse Gefühle hatte von Unwohlsein nach dem Tag, oft ist es ja so, dass die Tage sehr vollgestopft sind von Situationen, die so nacheinander wegkommen. Und dann ist man abends, liegt man mit so einem diffusen Unwohlsein da und denkt, was war denn da eigentlich los? Dass ich dann versucht habe zu sagen, dass ich den Tag durchgegangen bin und geguckt habe, also wie gesagt, bei mir war das Herzstolpern, wo werden die Symptome besonders stark? Und dann bin ich da stehen geblieben und habe gesagt, ah, da zeigt der Kompass konkret hin. Und in der Situation muss ich jetzt genauer nachgucken, was waren da eigentlich?
Ist nicht eigentlich wahnsinnig schwierig, das zu erkennen, dass etwas ein Kompass-Symptom ist, wenn man sich ansonsten in der Materie gar nicht so auskennt? Also für das Individuum ist das doch eigentlich einfach ein Symptom und man greift vielleicht eher nach einer Schmerztablette oder so. Ich glaube, die meisten Menschen wissen, was ein Kompass-Symptom ist. Ich glaube, die meisten Leute wissen irgendwann so, ah Gott, jetzt kommt diese Verspannung wieder oder oh, diese Kopfschmerzen. Oft kriegt man da ein Gefühl dafür. Manchmal braucht es ein bisschen, aber meistens weiß man schon irgendwie diese Symptome, das sind die Symptome meines Stresses, meiner Krise. Meistens kriegt man es relativ schnell raus, wenn ich frage so, also ich frage am Anfang von einer Stunde zum Beispiel, wenn ich so eine Session habe, wir sind alle in der Zeit jetzt gleich durch, aber wenn ich eine Session habe, frage ich immer, woran würden Sie am Ende dieser Stunde merken, dass es eine gute Stunde war? Wo in Ihrem Körper spüren Sie denn eine positive Veränderung zum Beispiel? Dann können die meistens relativ gut sagen, ob es ein wohligeres Gefühl im Bauch ist, dass es da weniger angespannt ist oder sich Spannung im Nacken nachlassen oder das Schwindeligsein ein bisschen nachlässt und man das Gefühl hat, dass sich der Nebel so ein bisschen lichtet. Oft weiß man ganz gut, wo der Körper der Belastung Ausdruck verleiht. Aber ich glaube, wir gehen jetzt eh in irgendeinen Raum rüber oder so. Sehe ich das richtig? Also wir hätten hier noch 10 Minuten, wenn Okay, du, das mal gerne. also wir können es gerne noch in diesem Setting ein bisschen weiter Ja, dann unterhalten machen wir und das. später geht es dann weiter in einem Diskussionsraum. Okay, machen wir das. Gab es denn noch eine konkrete Frage, auf die ich weiter eingehen kann? Tatsächlich gerade nicht. Okay, also dann sage ich nochmal so ein bisschen konkreter zu den Kompass-Symptomen. Wenn man, also die meisten Menschen entwickeln schon relativ früh irgendwelche spezifischen Symptome, die sie in Stresssituationen verstärkt haben. Und was ich mal wichtig finde, ist ein bisschen eh das zu dokumentieren. Und oft hängen die auch miteinander zusammen. Also ich will jetzt mal sehr banal werden. Ich bin ja auch Mediziner. Ich finde, es macht immer Sinn, seinen Körper gut zu kontrollieren. Und es gibt da viele digitale Möglichkeiten. Ich habe auch so eine Apple Watch hier und mit der ich dann irgendwie meine Herzfrequenzvariabilität kontrollieren kann, die anzeigt, wie gestresst man ist. Also der Herzrhythmus, der schwankt immer so, auch wenn man atmet, so ein bisschen. Und das ist variabel. Entschuldigung. Und dann, wenn diese Variabilität nachlässt, weil viel Adrenalin aufs Herz draufgeschüttet wird, zum Beispiel bei Training, dann lässt die Herzfrequenzvariabilität nach. Und beim Training ist das normal, wenn man trainieren geht, dass die Herzfrequenzvariabilität runtergeht. Aber wenn man Stress hat, geht die auch runter. Und sowas kann man zum Beispiel ganz gut beobachten. Wo geht meine Herzfrequenzvariabilität runter im Verlauf des Tages? Am besten ist, man guckt nachher drauf und analysiert das dann, wenn man drauf guckt, wenn man dann so ein Biofeedback kriegt, dass man gestresst wird, wenn man denkt, oh Gott, ich bin so gestresst. Und dann kriegt man so ein Feedback-Loop, dass man immer gestresster wird, wenn man denkt, man ist gestresst. Da kann man auch Herzstolpern wahnsinnig gut mit verstärken, zum Beispiel, oder auch verspannen sind. Oh, ich bin so verspannt, ich bin so verspannt, wird immer verspannter. Aber man kann das darüber beobachten. Und was ich immer ganz wichtig finde, weil für Menschen zum Beispiel, die zu Verspannungen neigen, ist Urinkontrolle. Dass man einfach seinen Urin regelmäßig kontrolliert und guckt, welche Farbe hat denn der eigentlich? Ist der gut durchsichtig? Ist der hell oder ist der schon ganz dunkel? Und wenn man Verspannungen hat und dunklen Urin hat, kann es auch gut sein, dass man dehydriert ist oder wenn man Kopfschmerzen hat. Dass es also eine ganz klare körperliche Ursache hat. Aber natürlich hängt Dehydratation auch oft mit Stress zusammen. Also es macht Sinn, sich eine Weile zu beobachten und zu gucken, in welchen Situationen treten eigentlich welche körperlichen Phänomene auf. Und im zweiten Schritt dann zu gucken, was wollen die mir eigentlich sagen? Also warum treten die genau da auf? Auf was können die mich hinweisen? Aber wie gesagt, immer mit dem Hinweis, dass man natürlich abklären muss, dass es nicht irgendwie ein handfestes, reines körperliches Symptom ist. Und man sich dann, indem man sagt, ich folge mal dem Kompass des Herzens in irgendwelche traumatischen Erinnerungen, dann kriegt man einen Herzinfarkt. So soll es natürlich nicht sein. Ja, ich habe, glaube ich, das Wesentliche gesagt von dem, was ich sagen wollte. Um jetzt noch weitermachen zu können, bräuchte ich noch Fragen. Ich kann ja auch mal bei mir in Okay. den Twitter-Kanal reingucken, ob es da noch irgendwas gab. Also hier hat noch eine interessierte Person gefragt, das ist allerdings eher eine Frage an mich, würde ich sagen. Gibt es den Talk als Recording? Alle Streams, die wir haben, alle Talks, die wir haben, die werden später auf media.ccc.de zugänglich sein. Genau, also es gibt auch als Recording, aber ich habe da relativ viel auch zu erzählen. Ich habe da auch Sachen zu geschrieben und werde da auch demnächst nochmal einen längeren Text zu schreiben.
Also auch gern immer, wenn man sich jetzt nicht 50 Minuten Gerede von Jan Kalbitzer anhören möchte, sondern das nachlesen will, schicke ich auch gern Text rum. Okay, super. Jan, dann danke ich dir in dieser Runde erstmal ganz herzlich und Sehr gern. für alle, die gerne weiter diskutieren möchten, da gibt es jetzt den Diskussionsraum, das ist ein Jitsi und zwar ist er zu finden unter diskussion.rc3.ojo.social. Mit K? Aber bitte? Mit K? Mit K? Da war kein K drin. Diskussion? Achso, oh, Entschuldigung. Diskussion? Nein, nein, Discussion. Also wie das englische Ja. Discussion mit C. Discussion. Discussion.rc3.ojo.social. Oh, hier kommt noch eine Last-Minute-Frage rein. Ja. Die wird hier gerade noch geschrieben. Ich warte. Moment, ich warte auch, bis sie fertig geschrieben ist. Ah, ich fange schon mal an zu lesen. Ich hoffe, das geht gut. Gibt es irgendwelche speziellen Phänomene oder Hinweise bei IT-People zu beachten? Zu beobachten, oh, Entschuldigung. Also gibt es, das soll, ist wahrscheinlich die Ja. Frage, gibt es bei Menschen, die viel in IT arbeiten, gibt es da spezielle Phänomene oder Hinweise? Zum Beispiel das Leben in Virtualität mit vielen abstrakten Dingen. Also zwei Sachen, die mir auffallen in der Zusammenarbeit mit dem CCC oder auch mit Menschen, die im IT-Bereich unterwegs sind, ist, das eine ist eine sehr gute und analytische Selbstbeobachtung. Also eine Fähigkeit, auch analytisch mit sich selbst umzugehen, was ich sehr schätze, was auch sehr sinnvoll ist und was oft sehr hilfreich ist. Manchmal muss man aber so ein bisschen den emotionalen Teil üben. Und da hilft es dann manchmal auch mit anderen zu sprechen, um seine Emotionen so ein bisschen differenzierter wahrzunehmen. Und das andere, was ich ganz interessant finde, ist bei IT-Menschen, dass es gibt so etwas, das nennt man Flow-Erleben. Das ist in der Psychologie so ein Begriff dafür, dass man so ganz mit sich im Reinen in seiner Erfahrung ist. Und so ein Erleben kann man zum Beispiel haben, wenn man hochkonzentriert klettert oder wenn man hochkonzentriert ein Musikinstrument spielt. Also es geht darum, in hoher Konzentration seine Leistungsfähigkeit auszufahren und etwas wirklich gut zu können gerade. Und das ist eine Erfahrung, die man auch macht, wenn man einen guten Code schreibt. Dass man so ein Gefühl hat von Flow, so ganz bei sich sein. Und das ist eine Erfahrung, über die viele Menschen aus dem IT-Bereich verfügen. Und das ist manchmal schwierig. Ich will mal so sagen, dafür ein Äquivalent im Leben außerhalb des IT-Bereichs zu finden. Weil es halt eben diese Erfahrung, die ist da und das ist was Wunderschönes. Und so jemandem zu sagen, pass mal auf, jetzt such dir doch mal eine Herausforderung, geh doch mal raus. Und sprich mal mit jemandem und üb einfach mal irgendwie Leute anzuquatschen. Das ist besonders schwer für jemanden, der im Alltag sehr häufig diese sehr positive Flow-Erfahrung hat. Dem klarzumachen, wenn kein großer Leidensdruck da ist, warum es sinnvoll sein kann, immer wieder andere Fähigkeiten auch zu üben und zu trainieren. Und das ist für mich immer so eine besondere Herausforderung zu sagen, warum kann es denn Sinn machen, obwohl es dir eigentlich prima geht, du hast irgendwie die Getränke, die du brauchst, das Essen, das du brauchst, verdienst gut und du hast dieses Flow-Erleben mit dir, warum macht es trotzdem vielleicht für dich Sinn, bestimmte soziale Herausforderungen immer wieder anzunehmen? Also das ist so eine Sache, der ich auch immer mal wieder begegne. Also letztendlich nicht nur auf eine Sache bauen. Besonders Also schwierig, wenn die wirklich. dann eventuell wegfallen könnte. Na, eigentlich ist es eine Riesenressource, dieses Flow-Erleben zu haben. Aber es ist halt so, es kann so eine Fixierung darauf geben, weil es halt eben so stark ist, weil es so ein enorm intensives Erlebnis ist. Das gibt es ja bei anderen Menschen auch, die sagen, ich will eigentlich nur noch klettern gehen oder ich will eigentlich nur noch mein Musikinstrument üben, weil ich dann so ein wahnsinniges Flow-Erleben habe. Aber oft ist das bei Musikinstrumenten gibt es häufig ohnehin zusätzlich soziale Interaktionen. Klettern kann man rein physisch nicht permanent, aber coden kann man schon relativ viel. Und das ist manchmal schwer, dann zu sagen, obwohl es einen wahnsinnig befriedigenden Anteil in deinem Leben gibt, macht es trotzdem Sinn, andere Fähigkeiten nicht zu vernachlässigen, ja. Prima. Okay, für alle, die mit Jan noch ein bisschen länger darüber diskutieren möchten, geht es dann weiter in dem Diskussionsraum discussion.rc3.ojo.social.
Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank, Jan, und einen wundervollen Danke Abend euch allen dir. noch. Ciao.